Ich komme darauf zurück, dass ihr ein Video wolltet von den häufigst gestellten Fragen. Ich finde es eine sehr gute Idee. Da ist es doch, dass ich sie so einmal beantwortet habe für alle. Und ja, es sind eigentlich zwei Fragen, die sehr oft gestellt wurden. Sind erst mal die Bücher und zweitens mal, wie ich das geschafft habe mit meinem Pferd, erarbeitet habe und so. Und ja, ich schnell beantwortet ist die Frage, wie ich das geschafft habe. Ich habe mir schon überlegt, aber ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich las Bücher und ich schrieb mit Sabine Biermann und dann, es ging halt einfach. Also mein Pferd zeigte mir halt, wie es geht und der korrigierte mich auch sehr oft. Und ich lernte halt wie von ihm vor allem und dann eben durch fleißiges Schreiben mit Sabine und eben auch durch viel Bücher lesen. Also zurück zu den Fragen mit den Büchern, da ihr alle wisst, dass ich mich vor allem informiert habe durch Bücher lesen. Und ich habe jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 meine 6 Lieblingsbücher rausgeholt. Und ja, ich denke mal, das ist sicher sehr spannend für euch. Ich werde dann später in der Infobox noch alle Links von den Büchern aufschreiben, dass ihr die dann auch selber bestellen könnt. Und ja, ich würde euch ein bisschen Einblick geben, diese Bücher. Und ja, ich hoffe, es hilft euch ein wenig. Dann habe ich mit Reiten so frei wie möglich. Das war mein erstes Buch, da ich so am Halsringreiten Interesse bekam. Ein wirklich, wirklich, wirklich gutes Buch. Sehr viele Bilder. Gut beschrieben. Er hat auch sehr gute Argumente für diese Reitweise. Und ja, wirklich, also ich finde, das muss man sich kaufen. Es hat Basics für die Bodenarbeit drin, Schritt für Schritt zu gebisslosem Reiten. Und so funktioniert sicheres Reiten mit Halsring und ohne Sattel. Also es ist wirklich cool. Also ich finde es ein Buch, das man haben muss. Dann natürlich eins meiner Lieblingsbücher. Das Buch von Sabine Biermann, Mit Pferden sein. Wirklich, also ich finde es einen der besten, es ist sehr einfach beschrieben, also ich finde, man versteht es sehr gut. Sehr einfach beschrieben. Im Gegensatz zu Hempflings Buch, da ich sehr Mühe habe und meistens nur so ein paar Seiten lesen kann, dass so viele Informationen sind, dass ich so umsetzen muss und so. Und ja, deshalb finde ich wirklich ihr Buch sehr gut. Auch wieder sehr viele Bilder, aber natürlich auch sehr viel Text. Aber eben, es ist wirklich... Es sind auch immer, die Beispiele sind auch immer mit Bildern noch verdeutlicht. Ein Must-Have, auf jeden Fall. Dann natürlich Hempflings Buch. Wirklich, es ist ein wirklich schweres Buch. Also ich weiß nicht, für jüngere Mädchen oder natürlich Jungen, also für jüngere Reiter, ich weiß nicht, was so ein geeignetes Buch ist, aber oder wenn man vielleicht schon ein wenig diese Arbeit kennt, vielleicht nachdem man Sabines Buch gelesen hat, würde ich wirklich Hempflings tun. Ich finde wirklich sein Buch sehr toll. Aber es ist so schwer, das umzusetzen. Also ich weiß nicht, ihr könnt es ja probieren und so. Es kostet auch nicht, glaube ich, noch genug, bis ich jetzt nachschauen, dass es gebunden ist. Aber ja, ich habe jetzt noch 2 weitere von ihm bestellt. Occasion, die werde ich euch auch noch vorstellen, wenn ihr möchtet, das könnt ihr mir dann unten in die Kommentare schreiben. Aber die gibt es eben nicht mehr in neuer Auflage, also die sind wirklich alt. Also es sind schon gebrauchte Bücher und so. Und ja, die habe ich mir bei Amazon, glaube ich, bestellt. Ja, Amazon. Und ja, eben auf jeden Fall, Hempfling hat... Ich bin jetzt bald fertig. Sehr viel hier erzählt mit Zeichnungen. Mit seinen Pferden. Auch viele Bilder. Aber wirklich, es hat viel Text. Also es hat wirklich genug Text. Aber auch viel Bilder. Also es ist nicht langweilig. Auf keinen Fall. Nein, auf keinen Fall. Und ja, dann kommen wir weiter zu bisslosen Reitern. Also die das LG haben. Also wirklich, ich finde, bevor man das LG zutut, kauft euch das Buch und lest das, weil wirklich das LG ist nicht nichts, es ist kein Halfter, es hat eine rechte Wirkung auf das Genick und auf die Nase, also vor allem wenn man es in die Hebelwirkung einschalten kann, es ja noch kann es ja in 2 verschiedenen Arten einschalten und
eben ein bisschen die Hebelwirkung einschnallt, also dann hat es schon eine rechte Wirkung. Das merke ich auch bei meinem Pferd auf jeden Fall. Also dann gäbe es das Anspruch gebisslos reiten, anspruchsvoll gebisslos reiten von Monika Lehmann-Kühler. Die hat das, glaube ich, erfunden, dieses LG. Also das, ja. Ich habe nicht genau alles gelesen, weil ich dann doch, naja, abrutschte zu Hempfling und Sabines Buch. Aber eben auch schöne Bilder. Wirklich, also sie zeigt auf jeden Fall in diesem Buch, dass man auch wirklich anspruchsvoll, so wie es der Titel sagt, anspruchsvoll reiten kann, auch gebissert. Es braucht nicht immer die schärfsten Trensen. Und man sagt auch, wenn du wirklich Dressur reiten kannst, gebisslos, dann kannst du reiten. Also wirklich, jeder Idiot kann mit der schärfsten Trense in den Pferdemund schieben und die schärfsten Sporen und dann läuft das Pferd. Also das ist einfach, ja, das ist für mich kein Reiten. Habe ich dieses Buch gekauft, Das Pferd ist ein Spiegel. Das ist ein relativ neues Buch. Eigentlich wirklich auch super, wirklich super. Also es zeigt wirklich, dass wie viel dein Pferd eigentlich von dir übernimmt und überträgt, von der ganzen Körpersprache. Außerdem, es ist ja nicht nur die Körpersprache, die eigentlich alles ausmacht, sondern auch das Innere. Also wenn du jetzt außen locker bist, aber innen bist du wütend oder du bist unruhig oder weiß nicht, einfach innerlich nicht gefasst bist, das merken sie. Du kannst wirklich dem Pferd, du kannst dir nichts vorspielen. Das ist wirklich Hempfling, in diesem Buch Hempfling, tut das auch nochmal sehr, sehr doll verdeutlichen. Und ja, dann habe ich hier noch, vielleicht für die jüngeren Leser, eigentlich sagte mir die Buchverkäuferin, das wäre eigentlich eher etwas für die jüngeren Leser, aber ich mit meinen 17 Jahren habe gedacht, ja, kaufen wir! Und ja, ich finde es toll. Mein Pferd hat die Nase vorn. Klassische Reitweise eingegangen. Also erstens mal sicher, was mein Pferd hat die Nase vorn, was sehr deutlich darauf eingeht, gegen die Rollkur, wirklich. Also wie man das Pferd korrekt reitet. Ich habe es ja schon länger nicht mehr gelesen, ich hätte mich besser informieren müssen. Was wirklich, wie man mit dem Pferd umgehen soll, also auch wie die. Es ist auch sehr viel über das Pferd, wie es bemuskelt ist, was man schaden kann, wenn man das und das macht. Und es wird auf vieles eingegangen hier, das Geländereiten, die Vielseitigkeit. Dann irgendwo ist auch noch mit der Stangenarbeit, das fand ich echt cool. Wirklich, wie man diese aufbauen sollte, mit welchem Abstand, etc. etc. Also wirklich, ich bin ja auch schon ein dieser vorgeschrittenen Reiter und ich fand es cool. Doch. Also wirklich, es ist auch wieder eben zu zeigen, wie sieht ein Pferd aus, das korrekt läuft, ist sehr oft gezeichnet. Und ja, eben genau, hier zum Beispiel, so nicht und so. Genauso zeugwüppig. Also eben, ich denke, es ist für alle, also es ist vielleicht eher auf der Stufe der, also der Jüngeren, also Jüngeren, so ein Teenager, jüngeren Teenager geschrieben, für die Jüngeren. Aber ich finde es trotzdem wirklich auch sehr empfehlenswert, ja. Auf jeden Fall, ja, das wäre es eigentlich. Hätte ich eigentlich alle meine Bücher vorgestellt. Ich werde euch natürlich noch den Link und vielleicht gab vor Amazon oder so, dass ihr das seht. Ihr könnt ja den selber bei eurem Anbieter suchen oder bei eurer Buchhandlung, aber dann seht ihr gerade, wo man es bestellen könnte. Und ja, ihr könnt ruhig nochmal vielleicht etwas wünschen, dass ihr vielleicht mal ein Tutorial möchtet, wo ich vielleicht eine Zirkuslektion oder so erkläre mit Pferd. Und dann ja. Wollt ihr meinen Hunden noch Hallo sagen. Was? Mami. Das ist Bambi! Hallo! Oh. Sie ist schon länger nicht mehr beim Coiffeur gewesen, wie man sieht. Hier sind die Augen übrigens. Ich glaube, man sieht nicht mehr viel davon. Und vor allem, dass sie schwarz ist, sieht man eh nicht viel. Das weiß ich leider. Nicht sehr geeignet für Kameras. Ja, also ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ich habe nicht zu schnell und zu unverständlich gesprochen.
Ja, eben, wenn ihr noch irgendwie irgendeinen Vorschlag habt für ein Video, eben wie schon gesagt, eine Zirkuslektion, ich würde es sehr gerne machen, ich weiß nicht, ob ihr das anspricht. Zum Beispiel eben der spanische Tritt, spanischer Gruß, die Verbeugung. Ja, es war sicher noch cool. Vor allem für die anfangen bei den Zirkuslektionen. Und ob ihr vielleicht wieder mal, wenn ich neue Bücher habe, die kommen und kommen und kommen, ob ihr dann vielleicht wieder Interesse habt auf ein neues Buchvideo. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall auf Kommentare und Likes und ja, und Rückmeldungen, wie ihr das fandet. Und ja, also in diesem Fall, ich wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss! Laura!